Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem Video von uns und auch zum 9. Türchen des Hoppeländers. Heute zeigen wir euch 3 verschiedene Sorten von Plätzchen für Kaninchen und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Anschauen. Fangen wir an mit den Zutaten. Ihr braucht eine Küchenreibe, einen Löffel, eine Gabel und Haferflocken. Außerdem noch 3 Bananen. Es reicht eine Schüssel, wir haben jetzt 3 genommen für jede Sorte. Eine Schüssel, aber man kann die auch nacheinander machen und dann reicht eine Schüssel. Außerdem braucht ihr noch Saaten, optional ist Hirse, außerdem Erbsenflocken, rote Beete und wer möchte, kann Leinflocken oder Leinsamen nehmen und noch ein Stückchen Apfel. Fangen wir an mit der ersten Sorte und das sind Erbsen-Apfelplätzchen. Ihr nehmt euch zuerst Erbsenflocken, ihr könnt sie entweder ganz nehmen oder so wie wir es hier gemacht haben, in einer Tüte und einem Nudelholz zerkleinern. Das muss man aber nicht machen, wir haben es aber gemacht, damit es ein bisschen besser geht. Wenn euch das zu aufwendig ist, könnt ihr das einfach weglassen. Dann nehmt ihr euch die Schüssel und eine Banane und zerdrückt die Banane erstmal mit einer Gabel und reibt auch noch ein bisschen von dem Apfel rein. Da könnt ihr so viel nehmen, wie ihr wollt. Wir haben jetzt noch nicht mal dieses ganze Stück genommen, weil wir einfach nur so ein bisschen Apfelaroma quasi haben wollten. In den Apfel-Bananen-Brei macht ihr jetzt einmal eure Erbsenflocken rein, entweder zerkleinerte oder eben normale und auch Haferflocken. Wir haben jetzt keine genauen Mengenangaben, weil das kommt eben ganz drauf an, wie viele Plätzchen ihr haben wollt und wie, von welcher Konsistenz her ihr den Teig eben am besten mögt. Wenn der Teig dann fertig ist, nehmt ihr euch am besten ein Ausstechförmchen. Ihr könnt aber auch einfach Kugeln machen oder mit der Hand so Taler. Wir haben jetzt Tannenbäume genommen und dann macht ihr das Ganze eben auf ein Backblech. Kommen wir schon zur zweiten Sorte und zwar sind das rote Beete-Plätzchen. Da fangt ihr auch wieder an und zerkleinert die Banane und dann gebt ihr rote Beete-Würfelchen dazu. Wir haben die jetzt auch hier wieder etwas zerkleinert, aber das ist wie gesagt nicht notwendig. Wir haben dann auch noch so ein paar gröbere Stückchen dazu gegeben und auch noch ein paar Leinflocken bzw. Leinsamen. Und weil der Teig noch zu flüssig war oder die Masse, haben wir noch ein paar Haferflocken dazu gegeben. Die letzte Sorte sind Energiekekse. Da zerkleinert ihr auch erst wieder die Banane und gebt dann verschiedene Saaten dazu. Wir haben einmal unsere normale Saatenmischung genommen und dann noch Hirse und zerkleinerte Leinflocken. Ihr könnt aber auch Leinsamen nehmen oder Sonnenblumenkerne, was ihr eben da habt. Und dann haben wir auch wieder beide Teige auf dem Blech verteilt. Auch in diesem Video ist natürlich wieder ein Buchstabe versteckt, der am Ende ein Lösungswort ergibt. Also haltet die Augen offen. Hier könnt ihr einmal unsere fertigen Plätzchen sehen. Das Ganze muss jetzt noch 1 bis 2 Wochen trocknen. Das ist immer unterschiedlich und wenn sie dann ganz trocken sind, müsst ihr sie nur noch luftdicht verpacken und könnt sie euren Kaninchen verfüttern. Das war's auch schon wieder mit unserem Türchen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen lieben Kommentar. Das 10. Türchen findet ihr morgen auf dem Kanal Pfoten-Channel. Tschüssi!